Ich würde gern, nachdem auch der Herr Magister Bergmeier ja der letzte Referent war, bei Kremsmünster bleiben. Und ich habe natürlich recherchiert und ich habe mir auch die Jahrgänge angeschaut. Und Kremsmünster ist einfach meiner Meinung nach ein spezieller Fall, weil das wirklich dieses Elitengymnasium ist. Und da gibt es ja Abgänger, man möchte fast sagen, aus denen ist ja allen was geworden. Also die sind ja wirklich zum Teil beruflich sehr gut. Sie schütteln den Kopf, Herr Professor Aigner. Man sieht die anderen nicht, genau. Und da sind wir eh schon beim Thema, was hat man gesehen, was hat man gewusst, was will man wissen. Aber ich glaube, es ist, oder ich stelle das jetzt mal in den Raum, es ist dennoch ein System, wo sich dieses auch Unerwartete zum Teil und dieses Nichtwissen ja auch nach dem Schulbesuch weiter fortsetzt, weil natürlich Vorkommnisse wie jene, sexueller Missbrauch, wenn das publik wird, ein ganzes Weltbild auch erschüttern kann. Was tut man denn, Herr Professor Aigner, wir haben es bei Ihnen ja auch angesprochen, was tut man denn mit dem, dass man draufkommt, diese Realität hat es eben auch gegeben. Sie wurden ja auch direkt angefragt, was haben Sie gewusst, warum haben Sie nichts getan, etc. Unabhängig jetzt von Ihnen, aber das ist doch sicher auch eine Belastung in einer gewissen Art und Weise mit dem umzugehen, sich mit dem auch auseinanderzusetzen und einfach auch zu wissen, oder eben nicht zu wissen. Ja. Es gibt Schulkollegen, denen ist das passiert, wie war es bei mir selber etc. Haben Sie sich einmal gefragt, habe ich was verdrängt, habe ich was nicht gesehen, ganz bewusst? Ist eingeschalten, ja. Eins, zwei. Geht? Ja. Also, ich möchte einmal nur was klarstellen, weil der Begriff der Verdrängung so oft fehlt. Verdrängen tut man nicht bewusst. Verdrängen ist eine unbewusste Reaktion. Man schiebt, also sozusagen, es schiebt etwas weg, was unangenehm ist. Alles andere muss man als vertuschen oder verleugnen und so weiter bezeichnen. Es gibt auch eine unbewusste Form von Verleugnen. Aber Verdrängung ist etwas, was passiert ohne den Willen eines böswilligen Verdrängers. Ja? Und wenn ich mir, deshalb denke ich mir auch, es ist keine Belastung in dem Sinn, dass man, ich hätte das oder das oder das tun sollen. Ich schaue eher den Blick nach vorne, was können wir tun und was ist jetzt durch diesen Prozess passiert. Und da sehe ich Folgendes, was mir fehlt, ist schon seitens des Stiftes eine entschlossenere Haltung, das muss ich schon sagen, da würde ich mir mehr wünschen, ohne Wenn und Aber. Das Zweite ist, und zwar auch in einem reflexiven Eingeständnis, nicht nur Schuld, 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 sondern viel wichtiger, denke ich, ist, was hier abgewählt worden ist, ist eine bestimmte Art von totalitärer Pädagogik. Erstens, die ganz eng mit einer bestimmten Art von katholischer Religion verbunden war. Und so etwas sollte nie wieder geschehen. In anderen Odenwald war es eine andere ideologische sozusagen Umhängeschürze, dass wir davon ausgehen, dass man mit Kindern professionell, aber auch in menschlicher Hinsicht nie wieder so umgehen soll, wie es dort aus bestimmten analysierbaren Gründen geschehen ist. Und diese Perspektive ist mir wichtiger als die Verteilung von Schuld im Nachhinein. Ist es denn abgewählt worden, Herr Magister Bergmeier, wenn, wie wir gehört haben von Abgängern, Patres immer noch im Archiv, glaube ich, haben Sie gesagt, Pater Petrus Leiter des Stiftsarchivs ist es, kann man dann wirklich sagen, dieses System ist abgewählt worden? In Anschluss auch an Professor Aigner, es ist ja nicht leicht, einfach die Komplexität auch in den Griff zu bekommen. Ich sehe einerseits natürlich, wie ich gesagt habe, diese Schockwirkung, die natürlich da ist. Ich glaube, das ist ja Realität, wenn man so plötzlich damit konfrontiert wird, dass sich auch in einer Gemeinschaft im Stift hier vieles im Unklaren ist sozusagen und es Zeit braucht, dass man darüber Klarheit bekommt. Wir haben einerseits diese genannten Schritte gesetzt, die vielleicht zu wenig waren, weil ich glaube schon auch eine gewisse Lähmung da war. Wir hoffen jetzt schon da sehr stark durch die externe Aufarbeitung mit dem IPP, dass das wirklich erhellend ist, auch für uns selbst, aber auch für hoffentlich für die Betroffenen, die das wünschen, dass hier wieder eine neue
ja, wie man sagen, ein stärkeres Verstehen da ist. Und wir haben heute Nachmittag gesehen, wie vielfältig und komplex die Sache ist und dass es alles doch relativ neu erst alles aufbricht und behandelt und gesehen wird. Das möchte ich sagen. Mhm. Ja. Frau Dr. Kastner, ist es wirklich so komplex oder kann man es reduzieren auf das Faktum, dass hier Straftaten verübt worden sind und dass diejenigen, die sie verübt haben, ganz einfach vor Gericht gehören? Es gibt für jede Frage eine einfache, klare und falsche Lösung. Und ich denke, man läuft immer dann Gefahr, in dieser falschen Lösung zu landen, wenn man komplexe Sachverhalte auf einfache Formeln herunterbricht. Erklären Sie mir die Welt in 3 Sätzen ist genauso unmöglich, wie lösen Sie das Problem Missbrauch in kirchlichen Institutionen in 2 Wörtern. Und es wäre so eine Simplifizierung, wenn man von dem rein formal natürlich völlig korrekten strafrechtlichen Schuldzuschreibungen sagen würde, das ist es und so ist es und das ist alles. Das ist ganz sicher nicht. Es ist ein derartiges Geflecht an Kausalitäten und Bedingtheiten, dass man das jetzt sicher nicht einfach und simpel lösen kann. Und das Strafrecht ist die Ultima Ratio in der Lösung von irgendwelchen zwischenmenschlichen Konflikten. Und von daher halte ich das, was der Professor Birkelbauer gesagt hat, für absolut zutreffend. Dieser dauernde Ruf nach dem Strafrecht bei sämtlichen Problemen, die man so in der Interaktion hat, das ist falsch. Es gibt so viele Ebenen, auf denen es gelöst gehört. Und indem man beim Strafrecht kann man die Spitze des Eisbergs lösen. Man kann vieles nicht lösen. Und das, was man nicht lösen kann, ist einfach ja, leider verflochtener und schließt sich schlechter als das Strafrechtliche. Mhm. Herr Professor John, in weltlichen Heimen, jetzt nicht in kirchlichen Institutionen oder katholischen Internaten, sondern in weltlichen Heimen, wie ist es da einfacher zu sagen, okay, die Personen werden jetzt ganz einfach gekündigt? Sie haben sie in Wegscheid auch gesehen. Naja, das ist in Wegscheid die eigentlichen Ereignisse, die im Mittelpunkt stehen, die sind schon ziemlich lange her, daher einfach gekündigt geht nicht, weil die meisten leben nicht mehr oder sind nicht zu kündigen. Aber an sich glaube ich jetzt als Historiker, Parallelwelten hin oder her und wissenschaftliche Studie erstellen, das ist natürlich alles, wie jetzt geheißen, vielfältig und komplex. Ist alles sehr schwierig, aber grundsätzlich, es gibt eben diese Kommissionen, es gibt auch diese Aufklärung und Aufarbeitungsarbeit, auch der weltlichen Heime, und die sollen insgesamt doch ein klares Ziel haben, und das ist nicht so schwierig. Mhm. Eben dort, wo man rechtliche Schritte setzen kann, also es sind außerdem nicht nur das Strafrecht, es gibt ja auch das Zivilrecht, und es gibt auch die Hemmung von Verjährung aus anderen Gründen, die du nicht angeführt hast, aber diese Möglichkeiten gibt es auch. Und rechtliche Möglichkeiten auszuschöpfen, ist ein Weg sozusagen, der natürlich auch mit Schwierigkeiten für die Betroffenen verbunden ist. Und das andere ist, dass man das, was eben das Land Oberösterreich, aber auch das Land Wien letztendlich macht. Und wenn Sie das vergleichen, also da gibt es Kommissionen, die arbeiten und die jetzt auch darüber kann man diskutieren. Jede Kommission, jede Aufklärung ist insgesamt nicht adäquat, auch jede Entschädigung nicht. Aber in Wien werden maximal für das Heim Wilhelminenberg sexueller Missbrauch 35.000 Euro bezahlt. Das ist, geht, ja, pro Fall. Das geht rasch, relativ rasch. Und wäre in dem Sinn nicht so kompliziert und ist auch hat für mich durchaus Modellcharakter, so etwas kann man schon machen. Dass das natürlich eine Geste sein kann und nicht ausschließt rechtliche Schritte, grundsätzlich, wie das in Oberösterreich der Fall ist, ist eine andere Sache. Aber so kompliziert sehe ich das nicht. Herr Schmidt, ich habe vergessen, Sie vorzustellen, verzeihen Sie mir bitte. Martin Schmidt ist jetzt neu in unserer Runde. Sie haben aber waren am Nachmittag da und haben auch die Diskussionen und auch die Vorträge verfolgt.
Sie sind Matura-Jahrgang 89, Kremsmünster. Vielleicht sagen Sie ganz kurz was auch zu Ihrer Situation oder Sicht, eben auch dieser Fragen aus Sicht eines ehemaligen Schülers. Es müsste eingeschaltet sein. Jetzt geht's, ja. Ich bin nur eingesprungen, weil eben ein vorgesehener Gast erkrankt ist und bin kurz angesprochen worden. Ich denke, normaler Gast heute hier. Wir haben uns vor 3 Jahren engagiert, vor ziemlich genau 3 Jahren, fast am gleichen Platz, also im Hotel daneben, ein Klassentreffen gemacht, unmittelbar eine Woche, nachdem die Vorfälle bekannt wurden, und haben spontan als Klasse beschlossen, einen Dialog zu gründen. Also wir wollten einen Dialog treten, um fast die gleiche Forderung, die heute am Tisch liegt, also diese Beauftragung der Studie extern, das ist das, was wir immer wollten, letztlich. Und dieser Dialog hat zuerst dazu geführt, dass wir mit sehr vielen Leuten gesprochen haben, sehr viele Kontakte, sehr viele Gespräche geführt haben. Und nach einem Jahr ist der Dialog zusammengebrochen, weil niemand mehr das Stift als Dialogpartner gesehen hat. Und das war diese Ebene, ich habe das heute wieder erkannt, dieses Schüler-Ich, das vielleicht noch herangetreten ist und auch als Schüler-Ich behandelt wurde. Also mir ist vorgeführt worden mit dem Vorwurf, es war fast ein Déjà-vu, man schädigt die Schule, man soll nicht öffentlich darüber sprechen, und recht schnell ist das Vertrauen verloren gegangen und kein einziger möchte sich heute engagieren, in dem Sinn, dass er das Stift als Dialogpartner sieht. Also das Vertrauen ist verloren gegangen. Und da geht es eben nicht um die Vorfälle, die vor vielen Jahren waren, sondern es geht vor allem um die letzten 3 Jahre. Also die Aufarbeitung der letzten 3 Jahre hat mindestens so viele Probleme aufgeworfen oder Fragen und Verbitterung wie die Zeit davor, eigentlich noch mehr. Ich gebe ein einziges Beispiel oder 2 kurze Beispiele. Es gibt heute auf der Webseite der Schule keinen einzigen Hinweis auf den Missbrauch, keinen einzigen. Und wir haben ein Gespräch geführt im Dezember mit dem Direktor und die Begründung war, es gibt kein Budget. Jetzt frage ich mich, ob man sich an den Bau einer neuen Turnhalle wagen soll, wenn man kein Budget hat für einen Artikel auf der Webseite, wenn das wirklich der Grund wäre. Ja. Aber es gibt es nicht. Ja. Und ein zweites gutes Beispiel ist, es gibt einen Beitragstäter, also einen Wegschauer in den Akten. Und mir ist zufällig draufgekommen, das muss man ganz kurz ausführen. Es ist jahrelang auf Reisen gefahren worden. Es gab jeden Sommer ist der Hauptbeschuldigte auf Reisen gefahren mit jeweils 2 Knaben und einer Begleitperson. Es war immer die gleiche Begleitperson, auch ein Pater. Und das Prozedere war immer gleich. Man liest das auch in den Akten. Es war immer das gleiche Prozedere. Ein Schüler ist mit dem Pater A aufs Zimmer gegangen und der andere hat den anderen beaufsichtigt und dann wurde getauscht. Also es ist völlig undenkbar, dass er nichts gewusst hat. Und was ist jetzt? Jetzt fährt er im Oktober 2011 für diese Person als Begleitperson auf die Schullandwoche mitgeschickt im Gymnasium. Und da frage ich mich, wie ernst nimmt man Aufarbeitung, wie ernst nimmt man diese Ansage? Man ist sensibilisiert und man arbeitet auf, wenn so etwas passieren kann. Das kann ich nicht ernst nehmen. Mhm. Danke. Ich möchte jetzt erstmal eine erste Runde machen, aber ich würde Sie dann bitten, Herr Magister Bergmeier, dass Sie doch auch auf das, oder möchten Sie gleich antworten darauf, weil es sind ja doch Vorwürfe, auch die jetzt direkt auch gegen Ihre Aufarbeitungstätigkeit. Ja. Alles haben wir gar nicht gehört. Sie lassen es bitte an. Ja, ich glaube, das ist das. Oder ich bin's. Möchten Sie ganz kurz, ja. Ich glaube, es ist ja grundsätzlich immer schwierig, auf konkrete Vorwürfe oder zumindest Aussagen Bezug zu nehmen, wenn man sich verteidigt. Das möchte ich grundsätzlich sagen. Ich habe diese Sache mit dem Dialog für Kremsmünster, wo ich bei einer Sitzung dabei war, anders wahrgenommen. Diese Gruppe war da. Wir haben versucht, ich glaube, beide Seiten haben versucht, wirklich einen Dialog zu starten, was ich sehr gut gefunden habe. Ein Teil davon ist zumindest, dass sich dann diese Gruppe selbst nicht eins war. Das heißt, es hat die eine Gruppe gegeben, die weiterarbeiten wollte und die anderen wollten nicht mehr mitarbeiten. Das war, möchte ich etwas dazu sagen. Das Zweite mit der Begleitung, das ist sicher ein Faktum, das schon angeklungen ist. Die Frage, wie kann jemand, der daneben lebt,
nichts mitbekommen. Die lässt sich wahrscheinlich so einfach nicht beantworten. Herr Dr. Birkelbauer, wenn Sie das Problem aufwerfen, dass mit dem Strafrecht natürlich nicht alles gelöst ist, auch nicht mit dem Zivilrecht, sondern auch die Gesellschaft quasi immer wieder in die Pflicht genommen werden muss und sollte. Wie begegnet man aber dann doch vielleicht einer Situation, wo sich so diese engere Gesellschaft, sage ich mal, die so rundherum ist, ein bisschen ganz offensichtlich dagegen wehrt, diese Verantwortung zur Gänze übernehmen oder sie vielleicht auch nicht übernehmen kann? Ja, es ist eine. Geht es mir so, genau? An sich, ja. Es ist an sich, es hat zwei Gesichtspunkte. Das eine ist diese Einzelverantwortung der Person, wo ein bisschen so dieser Raum, dieser Verdacht im Raum steigt, man versucht alles einer Einzelperson zuzuschreiben, dann schwamm drüber und das war's. Ja. Und daneben gibt es eine ganz wesentliche systemische Verantwortung. Und es steht mir zwar nicht zu, Krems Münster von außen zu kritisieren, weil ich da die Details nicht kenne, aber eins ist schon auffällig. Man hat versucht, die ersten Jahre das juristisch mit der Frage der Einzelverantwortung zu lösen, unter dem Motto, man will ja nicht irgendwo einer der Justizarbeit vorgreifen. Und ich glaube, dass das in solchen Fällen ein völlig falscher Weg ist. Man muss parallel arbeiten, also von vornherein parallel arbeiten, um einfach auch den Betroffenen zu verstehen geben, wir schauen uns auch diese systemische Verantwortung an. Und ich glaube, dass da hier der große Fehler gewesen ist, der auch passiert ist. Wenn ich da solche Sachen höre, mitfahren auf Schullandwochen, ein ganz allgemeines Prinzip ist, wenn man an den öffentlichen Dienst denkt, sobald gegen einen Beamten der Verdacht im Raum steht, ist er vorläufig vom Dienst suspendiert, nicht vorverurteilt, sondern suspendiert, um den Anschein, dass man nichts tut, entgegenzuwirken. Also das ist so eine naheliegende Reaktion. Es ist einfach unsensibel, wenn man das nicht macht, wenn so ein Verdacht im Raum steht und man lässt dann das Begleitperson mitzufahren. Das verstehe ich einfach nicht, weil da hat man einfach bestimmte Prinzipien von außen in dem Sinn nicht beachtet. Das ist ja kein Schuldeingeständnis, wenn der nicht mitfahren wird, sondern einfach irgendwie zum Schutz, um ein korrektes Verfahren durchführen zu können. Ja, wie man dazu zwingen kann, unter Anführungszeichen so eine systemische Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, es wird mit rechtlichen Instrumenten nicht funktionieren. Man wird wohl hier nur mit Überzeugungsarbeit agieren können. Und es ist für mich schon interessant, ganz kurz zum Herrn John auch, was Verantwortungsübernahme bedeutet. Ich bin auch in dieser Opferschutzkommission des Landes und da ist auch die systemische Verantwortung im Raum gestanden. Unter anderem stand die Frage im Raum, da wurde ein verantwortlicher Erzieher mit einem Landesorden ausgezeichnet vor Jahren und jetzt standen massive Vorwürfe im Raum. Das System war überfordert, weil in keinem Gesetz vorgesehen war, wie man jemanden einen Orden aberkennen kann. Ja. Da war das System überfordert und man hat überlegt, wirklich, da war man so weit, dass man überlegt hat, ein entsprechendes Gesetz zu schaffen, dass es geht. Es kam nicht dazu, weil die Person freiwillig die Auszeichnung zurückgegeben hat. Aber da ist man so weit gegangen und sagt, einen Frieden kann man nur herstellen, wenn man diese Auszeichnung im Nachhinein, weil ich es jetzt besser weiß, rückgängig macht, als Teil der systemischen Verantwortungsübernahme. Man wäre so weit gegangen, es war alles schon vorbereitet und es kam halt dann nicht dazu vor dem Prinzip. Also das ist für mich in dem Sinn vorbildlich gewesen, auch dazu zu stehen, es gibt ein Versagen des Systems und wenn ich im Nachhinein draufkomme, da habe ich jemanden zu Unrecht geehrt, dann muss ich auch den Opfer gegenüber diesen Schritt rückgängig machen. Ich halte das für einen guten Weg. Wenn es so ist, dass das System erst in dem Moment erkannt hat, dass diese betreffende Person, dann stimme ich Ihnen zu. Ich habe damals als Journalistin darüber berichtet und habe den Eindruck gehabt, das war ein bisschen anders, aber das ist jetzt nicht Thema der ganzen Sache. Herr Huckeletz, darf ich Sie fragen, weil es ist doch auch eine systemtheoretische Frage natürlich und es hat vor kurzem, Herr Magister Bergmeier, eine Studie gegeben, die Professor Hochschild, ein Systemtheoretiker, angestellt hat über 8 unterschiedliche Benediktinerklöster und da ist herausgekommen, unter anderem, dass auch wenn dieser innere Kern sich verändern möchte, gibt es unter Umständen einen sogenannten Freundeskreis, der sehr starr ist und der eigentlich dagegen, gegen diese Veränderung ist, weil das natürlich auch bestimmte Werthaltungen, Weltbilder etc. zum Einsturz brächte. War das im Fall Odenwaldschule ähnlich, dass Sie das Gefühl hatten,
Sie kämpfen, oder kämpfen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber Sie haben es gleich mit mehreren Systemen zu tun, nämlich auch vielleicht ehemalige Mitschüler, die gesagt haben, also wir wollen das eigentlich auch gar nicht, wir wollen da nicht hinsehen, wir wollen diesen fast auch Ring bilden, um uns auch selber zu schützen. Die Frage ist jetzt, wie viele Baustellen waren das insgesamt? Genau, oder? Ungefähr, ja, so. Also die interessanteste Baustelle war für mich tatsächlich die Gruppe der ehemaligen Mitschüler gewesen, wo es eben auch, wie ich das schon ansprach, eigentlich so alles gab. Also es gab dann Anrufe bei mir von Menschen, die versucht haben, radikale Lösungen zu favorisieren, die uns alle lange in Haft gebracht hätten. Ja. Es war mir spontan sympathisch und mein Anwalt sagte mir immer, Herr Huckele, kriminalisieren Sie sich nicht. Ich bin ihm bis heute gefolgt, ich werde das auch weiterhin machen. Ja. Dann gab es Anrufe von, ihr macht unsere Schule kaputt. Warum macht ihr unsere Schule kaputt? Und mir sind so in der Diskussion heute so ein paar Sachen aufgefallen, die mich nachdenklich gemacht haben. Und das eine ist so dieses mit den parallelen Realitäten. Also wir konstruieren ja Realität über Sprache als Menschen. Soweit. Jetzt ist davon die Rede gewesen, dass es parallele Realitäten gibt, auch nach wie vor. Dem möchte ich etwas entgegenhalten. Die parallelen Realitäten gibt es, solange wir nicht miteinander sprechen. Dann haben die eine die Erfahrung von der tollen Odenwaldschule, wo sie endlich frei waren, wo sie keinen Leistungsdruck hatten, wo sie Abitur machen konnten, um nachher zu studieren und wohlhabende, erfolgreiche, was auch immer, Akademiker zu werden. So. Es gab die andere Realität, die welche erlebt haben, die heute nicht mehr am Leben sind. Und es gab Leute wie mich und auch andere, ich bin da kein Einzelfall, die sozusagen das Erlebte als Herausforderung angenommen haben und gesagt haben, okay, jetzt schauen wir mal, was wir damit machen. Aber dadurch, dass wir miteinander gesprochen haben, haben wir aus den parallelen Realitäten eine gemeinsame gemacht, auf die wir verschiedene Perspektiven haben. Und ich glaube, das ist das, wovon hier im Moment die Rede ist. Wir haben verschiedene Perspektiven auf die gemeinsamen Erlebnisse. Und ich habe mit einem Mann sehr lange gesprochen, Mitschüler von mir, der sagte, für mich war die Odenwaldschule nur toll. 7 Jahre, es war nur toll, ich habe das alles nicht gewusst. Ich habe davon viele Jahre später erfahren. Und er hat zu mir gesagt, und das fand ich ganz eindrücklich, meine Freude, mein Glück auf der Schule schmälert nicht euer Leid. Aber euer Leid schmälert mein Glück. Genau. Und wir haben 2 Perspektiven auf das, was wir dort erlebt haben, aber er benutzt es, seine Perspektive nicht dazu, um in ambivalenten Gefühlen zu verharren, sondern ist sozusagen in der Lage, diese Ambivalenz zu versprachlichen und also nicht nur sexueller Missbrauch, sondern eben auch Ambivalenz, Indoktrination und Gehirnwäsche hat eine Sprachlosigkeit. Und wenn wir dahin kommen, dann kommen wir dahin quasi, dass wir persönlich über diese Dinge sprechen können, zum Teil auch ohne privat zu werden, wenn wir das nicht möchten. Aber wir können die Mechanismen besprechen und erklären und darüber reden, was passiert ist, eine gemeinsame Wirklichkeit gestalten und damit können dann alle umgehen. Die ist operierbar, mit der ist operiert, zu operieren. Zu diesen Mechanismen oder in weiterer Folge dann auch zu den Strategien gehören unter anderem natürlich auch Anwälte der Opfer. Und es ist einer unter uns, der sehr viele, vielleicht stellen Sie sich auch ganz kurz noch einmal vor, viele unterschiedlich, also Opfer aus unterschiedlichen Institutionen vertritt. Guten Tag. Danke. Mein Name ist Johannes Ölberg. Ich bin Rechtsanwalt. Ich vertrete Opfer aus dem Kinderheim Wilhelminenberg in Wien und aus vielen anderen Heimen in Wien und Niederösterreich, auch aus Oberösterreich. Und ich vertrete ein Opfer von Kremsmünster. Wir haben Klage eingebracht gegen das Stift Kremsmünster und den Haupttäter und bin auch tätig in einem Verfahren gegen das Stift Geras und die Schulbrüder. Ich spreche hier als Parteienvertreter und gebe die Interessen meiner Mandanten wieder und kann Ihnen berichten von über 100 Gesprächen mit Opfern, die ich geführt habe. Und möchte Ihnen daher 2 Dinge näher bringen. Das eine betrifft die Aufarbeitung und das andere die Verjährung. Zum ersten zur Aufarbeitung. Ich glaube, wir brauchen eine Dokumentationsstelle für den Missbrauch an Kindern, und zwar in staatlicher und kirchlicher Befürsorgung.
Warum? Meine Mandanten vertrauen weder der Klasnik-Kommission noch dem Weißen Ring und ich glaube, sie tun in gewisser Weise recht daran. Beide Kommissionen fördern eher den Schutz der Täter und hemmen eher ein gemeinsames Bewusstsein der Opfer. Warum? Die Daten werden nicht weitergegeben, sondern nur sehr, sehr anonymisiert behandelt, damit wird ein gemeinsames Bewusstsein, ein gemeinsames Wissen der Opfer gänzlich unmöglich gemacht. Ich glaube daher, wir brauchen eine niederschwellige Stelle, die von den Opfern selbst betrieben wird, die von den betroffenen Organisationen, Gebietskörperschaften, Ordensgemeinschaften, alle, die betroffen sind, finanziert wird und die danach ermöglicht eine wissenschaftliche Arbeit. Ich denke hier vor allem an sozialhistorische Arbeiten, Sozialforschungsarbeiten. Warum gab es diese Kultur des Wegschauens? Und warum gab es diese Kultur der Feigheit derer, die zugeschaut haben? Warum gab es das? Und jetzt auch, warum ist das wichtig? Weil, was können wir lernen für die Zukunft aus dieser historischen Kultur der Feigheit und des Wegschauens? Damit Kindesmissbrauch in Zukunft, und der kommt auch heute noch vor, und wir können ihn nicht verhindern, aber wir können dafür sorgen, dass er weniger wird und früher erkannt wird. Deswegen brauchen wir diese Stelle. Erstens. Zweitens, die Verjährungsregeln. Herr Magister Bergmeier, Sie haben mir die Worte aus dem Mund genommen. Sie haben gesagt, Personen können erst nach 40 Jahren darüber sprechen. Ich habe zu einem der Opfer dann gesagt, ja, das Pech ist, dass es zivilrechtlich danach in der Regel verjährt ist. Und wir wissen, dass diese Opfer so lange brauchen, um darüber zu sprechen. Deswegen sage ich, diese Verjährungsregeln sind nicht mehr zeitgemäß. Sie widersprechen nach meiner festen Überzeugung, meiner persönlichen festen Überzeugung, die nicht durch Rechtsprechung gesichert ist. Das sage ich auch dazu. Der Grundrechtecharta der Europäischen Union und den Menschenrechten. Nur bislang hat das noch niemand bis oben durchgeboxt. Wir müssen für die Zukunft sicherstellen, dass die Verjährung vom schweren sexuellen Kindesmissbrauch niemals eintritt. Und zwar weder strafrechtlich noch zivilrechtlich. Das muss abgeschafft werden. Und ich möchte die Argumentation eines Politikers sehen, der mir glaubhaft erklärt, weshalb das gut ist, dass solche Dinge verjähren sollen. Das Argument der Justizministerin, das habe ich gehört. Die hat mir nämlich gesagt, da kommt es dann zu einer zweiten Traumatisierung des Opfers, wenn das Opfer das gerichtlich geltend macht und verliert, weil es nicht beweisen kann. Wissen Sie, da wird Verjährung als Opferschutz verkauft. Und das halte ich einfach nicht aus. Das ist nicht zulässig. Wir sehen eine nationale Tragödie von historischem Ausmaß. Und eines, und das ist das Letzte, das ich sagen möchte, die Verjährung wird so ein bisschen immer als etwas Absolutes gesehen. In diesem Kreis kann man das ja auch sagen. Sie ist nicht Gott gegeben, die Verjährung. Die ist nur auf Einwand zu prüfen im Zivilrecht. Es hätte also jeder die Möglichkeit zu sagen, ich erhebe diesen Einwand der Verjährung nicht. Liebes Gericht, prüfe einfach, ob das zulässig wäre. Das könnte jeder tun. Und nicht, wie wir sie heute gehört haben von Vertretern von betroffenen Organisationen, schöne Worte darüber finden, was man da nicht alles tun könnte. Machen Sie keine schönen Worte, machen Sie Zeichen. Und Herr Pater Bergmeier, Sie sehen wahrscheinlich den Herrn Abt Ambros noch. Richten Sie ihm einen schönen Gruß aus von mir und teilen Sie ihm bitte mit, er hätte die Möglichkeit, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. Und ich fordere ihn auf, das zu tun und dem Herrn Bürgermeister Häupl, sofern er das im Internet heute mithört, auch verzichten Sie auf die Einrede der Verjährung. Herzlichen Dank, Herr Ölberg. Es ist offensichtlich, Herr Dr. Birkelbauer, ein Punkt, an dem wir da jetzt nicht weit, ich möchte da jetzt nicht weiter hängen bleiben, aber ganz offensichtlich ist das wirklich ein Punkt, diese Verjährung, wo man auf der einen Seite so viel immer auch hinein steckt an Hoffnung und auf der anderen Seite, das haben Sie heute auch erwähnt und ich habe es teilweise auch erwähnt in Interviews mit Opfern, geht es manchmal schlicht und ergreifend um ein Schuldeinbekenntnis, um eine ordentliche, eine wirklich anständige Entschuldigung.
Das ist mein subjektiver Eindruck, den ich manchmal habe, viel mehr, als es um langwierige Prozesse geht. Wie gesagt, das ist ganz subjektiv, aber vielleicht wäre es doch gescheit, wenn die Zivilgesellschaft sich darauf einigen könnte, dass gerade in solchen Fällen dieses, und das sind Sie jetzt auch angesprochen, Herr Magister Bergmann, dieses wirklich uneingeschränkte Einbekenntnis, auch wenn Sie jetzt nicht persönlich Schuld übernehmen können für etwas, was Sie nicht begangen haben, aber dieses Einbekenntnis von Schuld eines Systems oder dieses Entschuldigen, sofern man das überhaupt kann, entschuldigen, irgendwie zu definieren in weiterer Zukunft, oder? Weil sonst hängen wir ja ständig in dieser Verjährungsfrage. Also ein Satz zur Verjährung. Ich würde bei der Verjährung einfach differenzieren, ob es die Verjährung für die Schadenersatzforderung im Zivilrecht betrifft und die strafrechtliche Verjährung, weil beide Prozesse unterschiedlichen Prinzipien folgen. Ich habe heute meine Überlegungen auf die strafrechtliche Verjährung bezogen und hier bin ich sehr zurückhaltend mit einer Verlängerung der Verjährung aufgrund dieser Prozessprinzipien, die, da muss ich der Frau Justizministerin recht geben, die vielfach zum Freispruch in Zweifel führen wird. In zivilrechtlichen Angelegenheiten habe ich das Problem nicht. Wenn dort auf die Verjährung von Schadenersatz verzichtet wird, dann habe ich mitunter genau dieses Druckmittel, auch eine Art außergerichtliche Einigung, eine Entschuldigung, die Richtung eines Mahnmals als teils einer Lösung zu sehen, die das Opfer zufriedenstellt. Das ist ein Kompromiss, den ich gehen kann. Zivilrecht ja, Strafrecht nein, weil da, glaube ich, die Gefahr einer neulichen Traumatisierung einfach zu hoch ist. Vielleicht wäre das genau ein Kompromiss, dass man nicht nur auf den Goodwill des Verzichts auf die Einrede der Verjährung angewiesen ist, sondern von vornherein durch sehr lange Verjährungsfristen im Zivilrecht hier einfach für Gerechtigkeit sorgen kann. Dieses Mahnmal, das immer wieder angesprochen worden ist, warum haben Sie das eigentlich nicht schon längst errichtet? Das ist ja doch jetzt einige Jahre her und ich stelle mir vor, ich frage jetzt ganz bewusst, warum steht das noch nicht? Es hat verschiedene Meinungen auch darüber gegeben, Stift und Schule und so weiter, das wurde überlegt. Und wir sind dabei verblieben, dass wir darüber wieder nachdenken, wenn die Studie des IPP abgeschlossen ist. Und wir haben auch diesen Tag gemacht, was die pädagogische Fortbildung betrifft. Ich glaube, dass das auch eine Form sein kann, wie man Bewusstmachung betreibt. So möchte ich das persönlich antworten. Und darf ich noch was zur Entschuldigung sagen? Abt Ambros hat sich 2 oder 3 Mal öffentlich entschuldigt, er hat um Entschuldigung gebeten in den Pressekonferenzen, das steht auch auf dem Papier sozusagen und das hat er auch ausgesprochen. Dann habe ich auch einmal gehört, das wollen manche gar nicht mehr hören und das bringe ich jetzt in Verbindung mit der persönlichen Erfahrung meines Freundes, mit dem ich Kontakt hatte und habe, der dann, habe ein bisschen vermittelt, der dann vom Hauptbeschuldigten eine Entschuldigung bekommen hat. Und das war für ihn ganz wichtig. Und er hat zumindest gesagt, zumindest glaube ich, dass er es so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Also die Frage ist ja auch, kann man das einem abnehmen, wenn er das sagt? Aber das war für ihn so das Entscheidende. Dass er das gehört hat, bei all dem, was das noch an Prozess für ihn jetzt bedeutet, würde ich einmal vermuten. Mhm. Bitte. Also zum Thema Entschuldigungen durch Abt Ambros. Lieber Max, ich gebe dir recht, ich kann sie auch nicht mehr hören. Denn dieses dauernde lapidare sich hinstellen und sagen, Entschuldigung, es hat Gerüchte gegeben, das interessiert niemanden. Die Entschuldigung des Abtes im Namen des Stiftes, nur für das Stift, ist so lange nichts wert, solange er nicht die durchaus bewiesene Mitwisserschaft des Stiftes eingesteht. Das ist ein Faktum, das ist unumstößlich. Was mich aber interessieren würde, weil du als Vertreter des Stiftes hier bist, das Stift möchte angeblich und offiziell mit dem Haupttäter Mandorfer nichts mehr zu tun haben. Und er lebt ja auch, zumindest schläft er nicht mehr im Stift, sondern im Altersheim, tagsüber ist er schon sehr oft dort. Meine Frage ist, warum finanziert das Stift eigentlich die strafrechtliche Verteidigung von Alfons Mandorfer, die von auf Experten circa auf 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt wird? Also in rechtlichen Dingen kenne ich mich nicht gut aus. Ich weiß nur, dass Forderungen bestehen von der Rechtsanwaltskanzlei Herrn Mandorfer gegenüber. Kann ich nicht sagen. Frau Dr. Kastner, zu diesem Entschuldigen, das ist irgendwie so ein problematischer Begriff auch und Sie machen ja auch Gutachten von Opfern.
Wie wichtig ist denn dieser Punkt auch immer wieder für Sie als Forensikerin? Ich glaube, man sollte einen Fehler nicht machen, weil da läuft man nämlich Gefahr, einen weiteren Missbrauch zu begehen. Man sollte nicht hergehen und alle Opfer über den Kamm scheren. Ja? Es hat jeder, der zum Opfer wurde, der ist ja dann nicht als fürs Leben als Opfer zu identifizieren. Ich erinnere mich, ich habe meine Stellungnahme über jemanden gelesen, der in einer Situation zum Opfer gemacht wurde. Da wurde über 18 Seiten der Name dieser Person nie genannt, sondern es stand immer nur dort das Opfer. Das war für mich so grauenhaft, weil ich mir gedacht habe, der hat ja keine andere Identität mehr, als dass er Opfer ist. Das kann es ja nicht sein. Und ich denke, wenn jemand in einer speziellen Situation, ob protrahiert oder singulär, das ist dann ein anderes Thema, viktimisiert wurde, dann hat er absolut das Recht darauf zu bestimmen, was er jetzt will. Und dieses Diktat, er muss jetzt aufarbeiten, er muss jetzt in Therapie gehen, wie man es von Therapeuten bisweilen hört. Wenn Sie jetzt nicht sofort das therapeutisch aufarbeiten, dann garantiere ich Ihnen, Sie werden da in 10 Jahren vielleicht die ärgsten Schwierigkeiten bekommen. Ich finde das eine derartige Untergriffigkeit. Ich kann niemandem diktieren, was er wann zu tun hat. Ich kann jemandem helfen, herauszufinden, was er tun will, aber ich habe es ihm nicht vorzuschreiben. Und so unterschiedlich wie halt Täter sein können, so unterschiedlich können auch Opfer sein. Oder auf ihr Opferdasein reagieren. Und wenn der eine sagt, ich will jetzt nichts mehr von dem hören, dann muss man das zur Kenntnis nehmen und das muss okay sein. Und wenn der andere sagt, es ist für mich wichtig, dass sich der entschuldigt, dann wäre es hoch angebracht, dass sich ein Täter entschuldigt. Aber zu sagen, es muss sich jetzt bei jedem, jeder, der da in dem Kontext Täter wurde, entschuldigen, das kann sein, dass der dann betroffen war, das fürchterlich ungut findet und eigentlich das überhaupt nicht will. Und es ist alles legitim, was derjenige, der da betroffen ist, will. Und es gibt kein Raster, das man über alle gleich drüberlegen kann. Für manche ist Entschuldigen wichtig und bedeutsam, das ist legitim, das kann man legitim fordern. Es ist genauso legitim zu sagen, ich will das nicht, ich brauche das nicht, ich will mit dem Ganzen auch nichts mehr zu tun haben. Das muss man genauso akzeptieren können. Und dann muss man auch darauf verzichten, dass man alle mit Gewalt in irgendwelche Zwangstherapien zerrt. Das sage ich jetzt sehr plump formuliert. Aber ich sage es auch mit einer gewissen Emotion, weil mir kommt nämlich bei diesen Zwangsbeglückungen zum Teil bisweilen, ich rede jetzt nicht von der Causa, ich habe gesagt, über die Causa rede ich nicht, aber ich habe auch viele andere Missbrauchskausen schon begutachtet, da kommt mir erst recht die Galle hoch und man denkt, da wird nochmal Missbrauch betrieben. Herr Schmidt, ich glaube, Sie möchten was sagen dazu. Ich möchte etwas zum Opferbegriff sagen. Was mir augenscheinlich ist das eine Konstante in Graz Münster über Jahrzehnte, war die Umdrehung von Opfer und Täter. Es ist ja nicht so, dass alles im Verborgenen passiert ist, aber vor allem die körperliche Gewalt war ja augenscheinlich. Es sind Trommelfälle geplatzt und so weiter. Und es sind immer die Opfer von der Schule verwiesen worden. Also die Täter sind immer geblieben, die Opfer sind auch von der Schule weggegangen. Und es ist dann weitergegangen. Das ist das, was mich in den letzten 3 Jahren ein bisschen stört. Also die Opfer sind jetzt die Geldgierigen. Ja? Und wenn ich dann sage, eine Pressekonferenz mache und sage, 700.000 haben wir schon ausgegeben. Das ist eine Zahl, die eigentlich niemand interessiert. Weil das ist ja keine Währung für Aufarbeitung. Und der Stift ist jetzt wieder das Opfer, das so viel Geld ausgeben musste. Aber ich glaube, das geht es überhaupt nicht. Es geht einmal festzuhalten, dass man diese Umdrehung mal aufbricht. Und das ist für mich die Konstante. Und ich möchte an einen Punkt kommen, wo das nicht mehr passiert. Achso, Entschuldigung, ja. Also das, was Sie zuletzt gesagt haben, das kann ich nur auf der einen Seite ganz unterstützen, aber ich war sehr erfreut, was die Frau Dr. Kastner gesagt hat. Es ist nämlich das, was Sie gesagt haben, soziologisch sozusagen oder gesellschaftlich höchst problematisch. Und da spricht die erfahrene Frau. Insofern, weil es gibt kein Schema, wie man sowas machen kann. Das ist der, und deswegen sind so viele, glauben Sie mir das ein bisschen, aber Sie erleben es ja selbst, es sind in Österreich besonders, man kennt sie da namentlich und auch personell schon, die Leute, es herrscht totale Verwirrung, weil da so und so viele Betroffene
ganz was anderes jeweils wollen. Das ist auch das Recht. Das ist ein individuelles Grundrecht. Und ich glaube, und das wäre meines Erachtens wünschenswert, auch im Falle von Kremsmünster, mir hat das sehr gut gefallen, das Hinhören vom Pater Maximilian, einfach die Qualität, dass man Geschichten sein lassen kann und einmal hinhört. Und das, ich glaube, da ist ein weiter längerer und ein tieferer Prozess und dann kommt vielleicht ein Vertrauen. Aber die ganzen Projektionen, die die Einzelnen haben, auch die Betroffenen untereinander, und dann gibt es nicht nur Betroffene, sondern es gibt eine Gruppe, die meistens nicht vertreten ist, nämlich die, die ihnen helfen, Ehefrauen, Kinder. Das ist ja eine unendliche Geschichte, die haben dann kein Recht. Die fühlen sich auch, das sind Fachleute, die reden. Gott sei Dank sitzen dann Betroffene wirklich dort. Aber sie fragen sich, was ist mit denen? Und wie viel leiden? Die können Nobelpreisträgerinnen müssen das sein, wie die einen Betroffenen oft mittragen. Die erscheinen nicht auf. Aber was ich damit sagen will, auch in Kremsmünster, der Fall interessiert mich mehr. Und ich hatte auch ein Gespräch mit dem Herrn Maximilian, Magister Maximilian, diesbezüglich. Ich glaube, der Mut, auch was Systemisches, das ist ja im Prinzip dann irgendwann eine Phrase schon, aber systemisch und nicht systemisch, was ist das dann schon? Der Mut und das Problem von Jahrzehnten, warum das so ein Problem war und die Leute, die angeeckt sind und denunziert wurden, wenn sie sich für wen eingesetzt haben, dass die Kernfrage ist, kann ich das, was ich noch nicht weiß, was herauskommen kommt, akzeptieren? Und wenn ich schon im Vorfeld schon haben will, dass irgendwas herauskommt, und jetzt haben wir ein System, beim System ist ein Phantom, der Begriff gesellschaftlich, die Kirche und der Staat, was ist das? Das rinnt dann, es sind konkrete Menschen, die ident sind oder nicht ident, die in Nöte sind und die schreien wollen. Da ist es eh relativ ruhig, in Wien war es zuletzt sehr unruhig, und die müssen einfach schreien können. Früher haben sich Fachleute vor denen gefürchtet. Wenn wer im Publikum saß, ist er eher verwiesen worden als Angst. Aber es muss möglich sein, dass das Ungehobelte, es ist vielleicht oft zu schnell, eine Form, wie man es macht. Und die kann man meines Erachtens nicht wirklich im Vorhinein wissen. Herr Huckele, ich möchte Sie ganz kurz an... Entschuldigung. Okay. Ich möchte anknüpfen an einen Punkt, der vorher gefallen ist. Als Sie im letzten Jahr den Geschwister-Scholl-Preis bekommen haben für dieses Buch, das Sie unter einem Pseudonym, ich glaube Jürgen Demas, genau, veröffentlicht haben, war das ein Stück weit für Sie auch, verzeihen Sie mir die jetzt wahrscheinlich total platte Frage, ja, aber war das auch ein Stück weit ein Recht bekommen, eine Anerkennung, vielleicht auch eine Genugtuung unter Umständen? Funktioniert, okay. Das war für mich eine große Überraschung gewesen, dass es dann hieß, ich bekomme den Preis. Ich habe das erst auch nicht glauben können, dachte so, wow, dass die das machen. Die schütten ja Öl ins Feuer der öffentlichen Diskussion. Ich habe mich darüber sehr gefreut, eine Genugtuung. Ich weiß nicht, ich glaube, das Wort sagt mir auch nicht so viel. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Und ist ja auch interessant, was daraus wird. Es ist sozusagen aufgrund dieser Preisverleihung ist ja auch nochmal an ganz vielen Ecken über Odenwaldschule über das, was da passiert ist, diskutiert worden. Und wir werden dann irgendwann in 10 Jahren rückblickend beurteilen können, ob das ein positiver Impuls war oder nicht. Beantwortet das Ihre Frage? Mhm. Also sie war so platt, ich habe sie gut verstanden, ich hoffe, ich habe sie erschöpfend beantwortet. Ich habe es ganz bewusst platt gestellt, weil ich mir denke, ob man sich das auch eingestehen kann. Ich meine, Sie waren Teil eines doch, sagen wir mal, mit der Odenwaldschule eines reformpädagogischen Vorzeigeprojekts. Ja? Also das ist, Sie haben anfangs erwähnt, dass es in Österreich niemand kennt, so ist es nicht. Das ist schon in bestimmten Kreisen ein irrer Schock, ja, da durchgegangen. Genauso war es in Kremsmünster. Das war auch ein elitäres System. Ein System, wo aus Kremsmünster, kann ich sagen, einige Führungskräfte ja auch hervorgegangen sind. Das heißt, da muss man sich schon fragen, und ganz, das ist ja ganz was anderes als jetzt Leonstein oder Wegscheid, ne? Wo man wirklich auch
und darum frage ich es auch platt, weil ich denke mir, das muss man sich auch mal so vor Augen halten. Darf man dann überhaupt, also wie viel Mut gehört auch dazu? Und ich habe ganz zu Beginn diese elf Jahre angesprochen, die ja da auch dazwischen lagen, zwischen der Frankfurter Rundschau und dann Ihrem Buch. Darf man da und wie viel Mut gehört dazu, sich gegen eben genau so ein Elitensystem zu stellen, wo man ja weiß, man kämpft da jetzt nicht nur gegen sexuellen Missbrauch, man kämpft gegen ein in Ihrem Fall reformpädagogisches Vorzeigeprojekt im deutschsprachigen Raum? Es ist jetzt, also wir haben uns, also mein Kompagnon, ich später waren wir ja zu dritt oder auch mehr, wir haben uns nie als besonders mutig empfunden und das ist keine Koketterie. Also wir haben einfach gerade, wir machen das, was wir so aus innerem Antrieb haben machen müssen. Also wenn ich das, was ich gemacht habe, nicht gemacht hätte, wäre ich geplatzt. Und ich meine, wir sagen immer so ein bisschen aus Spaß, okay, wir sind wirklich wahrscheinlich die einzige kleine Gruppe von Menschen in Deutschland, die sich gleich mit mehreren Ex-Bundespräsidenten gleichzeitig anlegen, die ja diese Schule geadelt haben und einer hat ja seinen Sohn dort gehabt und ein weiterer hat die Schule dann ausgezeichnet und so weiter. Aber das ist dann so eher so die humorvolle Art, damit umzugehen. Mit welchen Leuten wir uns da angelegt haben, das wurde uns ja auch erst im Laufe der Jahre klar. Also der Widerstand wurde härter und hat uns auf die Probe gestellt, ob wir es ernst meinen mit unserem Bedürfnis, diese Geschichte aufzuklären. Und das hat sich ja zugespitzt bis 2010, bis wir quasi durch diese Betonmauer des Schweigens, Vertuschens und so weiter durchgerast sind. Man kann auch in diesem Bild bleiben, wir sind mit so viel Schwung durch diese Betonmauer durch, wir haben sie erstmal überhaupt nicht mehr gebremst bekommen für eine ganze Weile, diese ganze Energie, die da losgetreten wurde. Ja. Und das ist so ein Punkt, an dem ich hier so die ganze Zeit schon hänge, ich beobachte das ja, es sind ja ganz viele zornige, unzufriedene Menschen im Publikum, wo ich so das Gefühl habe, so ich sitze auf dieser gleichen Seite und höre dann gleichzeitig, was alles nicht funktioniert hat und höre die Erklärungen, Begründungen dafür. Und auch wie im Fall Odenwaldschule frage ich mich hier genauso, was hält eigentlich diese Kremsmünster zurück, einfach zu sagen, ich weiß nicht, wie viele Betroffene es hier geht, paar hundert, was braucht ihr, was wünscht ihr euch von uns, was sollen wir tun? Und dann macht man eine Liste von dem, was zu tun ist, da stehen dann 5, 6, 7, 800 Namen. Ich habe jetzt gerade gehört, um das als Beispiel zu nennen, also nicht nur die Entschuldigung, sondern eben auch die Mitwisserschaft des Klosters. Das steht dann da. Vielleicht geht es auch nochmal um Geldbetrag, dann steht er auch da. Manche wollen ein Mahnmal und dann denke ich so, okay, das ist auch irgendwie ein bisschen kurios, wenn man dann 545 Leute ein Mahnmal wollen und jeder will ein anderes. Aber das sieht bestimmt auch interessant aus auf dem Klostergelände. 545 kleine Mahnmale, so ein bisschen wie Gräber, wie Seelengräber, ja, für das, was da passiert ist. Und ich denke so, warum nicht? Also wenn dieses Kloster, also wenn das Kloster, das Sie vertreten, wenn das genau das machen würde und zum Schluss haben Sie hunderte von Menschen, die sagen, jetzt ist es für uns gut, jetzt können wir hier einen Punkt machen. Das wäre doch eine Wahnsinnsleistung. Sie würden Weltexperte werden für solche Prozesse. Keine Ironie damit, kein Spaß. Humorvoll formuliert, um in der Überspitzung deutlich zu werden, worum es geht. Aber stellen Sie sich vor, diese ganzen zornigen Leute, die hier sitzen, können dann sagen, jetzt ist es gut für uns, jetzt machen wir einen Punkt und jetzt gehen wir zu unserem Leben zurück und machen was völlig anderes. Und Sie hätten gemeinsam mit Ihrer Organisation ganz vielen Seelen Heilung zukommen lassen, durch Ihren Beitrag. Sie können aktiv was tun, um das wieder gut zu machen und zwar etwas weniger so durch diese introspektivische Sicht, die wir vorhin gehört haben, sondern konkret auf die Leute zugeben. Und ich glaube, Sie wollen gleich dazu. Herr Dr. Aigner möchte vielleicht vorher noch dazu. Dann würde keiner mehr drüber reden. Wenn das in Ordnung wäre, würde keiner mehr drüber reden. Ja, genau. Ja, das wird dann einen Prozess führen und Einsprüche reden. Und die Geister werden nicht ruhen. Ja? Das war so auch meine Frage, wie ich jetzt ganz neue Informationen gehört habe, was da alles immer noch läuft. Und ich glaube einfach... Ich habe dem Abt Ambros, der wie gesagt ein Schulkollege von mir ist, immer gesagt, ihr müsst offensiv und nicht immer nur reaktiv auf die Leute zugehen, sonst kriegt ihr diesen grausigen Mief, der diesem Stift anhaftet, nie weg. Von diesem offensiven Zugehen merke ich, wenn ich die Betroffenen jetzt ernst nehme, und es gibt keinen Grund an den Berichten zu zweifeln, zu wenig zumindest. Dann frage ich mich, wer berät die Führung?
es zeigt sich jetzt schon, dass es ein Fehler ist, dass er nicht selber gekommen ist, der arme Pater Marx, der so viel gar nicht beantworten kann und gar nicht autorisiert ist, manches zu beantworten. Der verstehe ich, dass der Bauch wie in Schlafstörungen gemeinsam mit den Opfern entwickelt, weil er hier fehl am Platz ist. Entschuldigung, ich meine das nicht gegen dich, sondern da gehört der Abt her. Und dann kann er auch sich dazu verhalten und nicht wieder über drei Ecken und so weiter. Dann, wenn ich höre, der Pater Petrus ist Archivleiter, dann habe ich Verständnis dafür, dass man so einen Menschen in ein Archiv gibt, damit er vielleicht mit Schülern nichts mehr zu tun hat. Wieso wird er dann gleich zum Leiter? Vielleicht kann man ihm sagen, du, bei dem, was passiert ist, musst du die Demut haben, ein einfacher Archivmitarbeiter zu sein, nicht? Dann braucht er auch nicht mit dem Untersuchungsteam verhandeln, falls es mehrere Archivangestellte gäbe und so weiter. Also es ist wirklich eine Fettnäpfchentour, in die die Stiftsführung meines Erachtens tritt, wieder besseren Rat, freundschaftlichen Rat. Bei unserem Matura-Jubiläum haben wir über all das diskutiert. Und das, oder das mit den Romfahrten, oder wo fahren die hin da mit den zwei Knaben? Es ist ja wirklich ungeheuerlich. Oder wenn es stimmt, dass das Stift dem Pater Mandorfer seine Prozesskosten, also solche Dinge, das darf man doch nicht tun. Das ist ja wirklich eine, sozusagen eine Selbstpräsentation für Angriffe. Das ist das eine. Ich wollte noch etwas sagen, weil mir das zu einfach so runtergegangen ist. Diese Forderungen, ich bin kein Jurist, möchte mich auch nicht auf die Sinnhaftigkeit von Verjährungsaufhebungen und so weiter beziehen, aber wogegen ich mich wende, ist diese Monopolisierung des sexuellen Leids. Es gibt genügend anderes Leid, das dort passiert ist. Es gibt keinen Grund, die Sexualität, außer einen moralistischen, die Sexualität zum größten Verbrechen aller Zeiten zu machen. Es gibt demütigende Körperstrafen. Wir haben einen in unserer Klasse, der sagt, lieber hätte ich mir von dem mehrere Male ausgreifen lassen, als das, was er sonst mit mir gemacht hat. Also aufhören mit diesem alleinigen Diabolisieren des sexuellen Übergriffs. Gewalt in der Erziehung ist ein Thema, das nicht vernachlässigt werden darf, indem man die Sexualität so überbetont. In unserer Tiroler Opferschutzgruppe, in der ich auch war, waren die absolute Mehrheit der Fälle, die auch entschädigt worden sind, nicht sexuelle Gewalt. Und die Minderheit sexuelle Gewalt. Und hören wir auf, so hinzustarren, nur auf das, warum, weil wir das andere damit zu leicht vergessen. Ich würde noch gern Sie auf etwas aufmerksam machen, was mir aufgefallen ist. Ja. Folgendes, ich glaube, dass die Diskussion darüber nicht sehr sinnvoll ist, ob jetzt Verjährung eintreten soll oder nicht. Das heißt, wenn die Leute, die es betrifft, sich so festmachen daran, was andere mit ihrem Leid tun. Meine Erfahrung und die Erfahrung, die beschrieben wird bei Missbrauch jeder Art, ist, dass es immer um ein Problem der Wahrnehmung geht und dass die Wahrnehmung ständig kippt. Und dass man nie weiß, war jetzt was oder war nichts was, ist das, was ich wahrnehme, korrekt oder ist es nicht korrekt? Und in dieser Dynamik befinden sich alle und in diese Dynamik geraten auch gerne Therapeuten, die mit dem arbeiten. Und die Täter-Opfer-Dynamik, die wird so lange nicht aufgehoben, als die Opfer an den Tätern rütteln und sagen, du musst das tun, dann bin ich zufrieden. Und das musst du tun, dann bin ich zufrieden. Das heißt, es kann meiner Vorstellung nach auch eine Form der Heilung geben, indem ich verstehe, was da passiert, nämlich dass es immer um Wahrnehmung geht und dass ein erwachsener Mensch, dem in seiner früheren Lebensgeschichte Leid passiert ist, zu dem Schluss kommen kann, ich traue mir selber und meiner Wahrnehmung und das, was passiert ist, ist passiert und ich bin zum Opfer geworden. Und ich bleibe bei dieser Wahrnehmung unabhängig davon, ob jemand mir das bestätigt oder nicht. Das bin ich mir wert. Ich vermute nämlich, dass ein psychologischer Mechanismus am Wert ist, den ich niemandem, mit dem ich nicht geredet oder gearbeitet habe, unterstellen will. Aber wahrscheinlich gehört zum Opfer geworden sein ein unbewusster Selbsthass. Und dann wäre dieses Rütteln an dem Täter der unbewusste Selbsthass, der sich hier ausdrückt. Und solange der in mir ist, kann ich nicht darüber hinwegkommen. Das heißt, ich plädiere dafür, dass die Menschen, denen Übles passiert ist,
fragen, kann ich mir selber trauen, dass das, was ich wahrnehme, so passiert ist und gestehe ich zu, dass das meine Wahrheit ist und kann ich darauf verzichten, dass irgendjemand mir das bestätigt, sondern kann ich mir das bestätigen, weil das ist ein Schritt zur Entwicklung, wo ich nicht mehr darauf angewiesen bin, was jemand anderer mit mir macht. Das würde sozusagen die Opfer-Täter-Dynamik knacken. Das sind unterschiedliche Strategien, die eben auch diese unterschiedlichen Opfertypen, glaube ich, auch beschreiben und wo das jeder und jede für sich in weiterer Folge auch ausmacht. Ich habe ganz kurz, der Herr Magister Bergmeier, Sie wollten eigentlich auf den Dr. Aigner sofort antworten. Ganz nicht direkt auf Dr. Aigner, zuerst eine Klärung bezüglich dieses Paters, der im Archiv tätig ist, weil das schon öfter gekommen ist. Es ist festzuhalten, dass es ein historisches Archiv gibt, das circa bis 45 geht und dass es ein anderes Depot sozusagen gibt in der Abtei, wo der Zugriff sozusagen von diesem Pater nicht gegeben ist. Also daraus, denke ich, wird sich kein Problem ergeben für die Aufarbeitung durch das IPP. Noch ein Wort zum Gerechtwerden. Ich stelle mir die Frage auch immer, hin und wieder, öfter, wie immer, wie werden wir den Betroffenen gerecht? Und wie schon öfter gefallen ist, es sind einzelne Personen, die davon betroffen sind, auch in körperlicher Gewalt, die ja stattgefunden hat. Welche Schritte sind dafür notwendig? Ein Mahnmal mag eine gute Möglichkeit sein, für manche, vielleicht für viele, darüber werden wir später sicher noch nachdenken. Man darf auch ein bisschen rütteln, denke ich mir. Jeder soll das Recht haben, auch andere zu rütteln, um sie vielleicht aufzuwecken im menschlichen Ausmaß. Gut, es gibt ein paar Wortmeldungen noch. Gell? Ja, vor einiger Zeit gab es eine parlamentarische Anfrage zu den sexuellen Missbräuchen in der Kirche. Die Antwort aus dem Justizministerium lautete, es gibt keine Statistik, weil die Berufsbezeichnung in den Statistiken nicht aufgeführt wird. Das heißt, es gibt keine einzige Statistik in Österreich, die besagt, wie viele Missbrauchspriester es gibt. Offiziell gibt es also keine. So viel zum Täterschutz in Österreich. Danke. Dann hätte ich noch eine kurze, konkrete Frage. Vor einiger Zeit hat der Standard geschrieben, dass der pädophile Kinderpsychiater Dr. Franz Wurst in Kremsmünster zugange war. Gibt es jemanden vom Podium oder von den hier Anwesenden, der Näheres über Dr. Franz Wurst und seiner Tätigkeit in Kremsmünster weiß? Offensichtlich nicht. Achso, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht gemacht. Möchte er was anderes? Also er war bei uns, wenn ich das beantworten darf, soweit ich das weiß, in Kremsmünster Anfang der 70er Jahre da und hat auch als damals, wie man auch nachlesen kann, als renommierter Kinderarzt hier Untersuchungen durchgeführt. Das muss in den Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Anfang der 70er. Ich bin mit diesem Herrn Dr. Franz Wurst als Zögling des Marianums Danzenberg jährlich in Kontakt gekommen, wo er mich und auch meine Mitschüler einer sehr intensiven körperlichen Examination unterzog, als Psychiater, als Amtsarzt. Ob zwar das nicht verstanden, warum sein Kittel immer so nass war dabei, der auch mit zwei Helferinnen aufgekreuzt ist, die ihn bei dieser Tätigkeit sehr unterstützt haben. Und ich kann mir durchaus schmerzvolle Untersuchungen dabei erinnern. Und die deutsche Gesellschaft für Kinderpsychiatrie hat sich formell, kollektiv versucht, in diesem Sinn einmal zu entschuldigen. Und ich glaube, dass der Herr Franz Wurst als sogenannter jüngster Kinderarzt des Dritten Reiches, als dass er sich immer gerühmt hat,
vielleicht da mit eingeschlossen war, aber wie sieht es mit den anderen Ärzten aus in Österreich, die Jahre später noch tätig gewesen sind und heute noch tätig sind? Man wird es da mal eine Entschuldigung geben. Und bei Skyson hat es gibt eine schlechte Datenlage. Es wurde ja nichts erhoben, es wurde ja die Schuld immer nur geleugnet. Wenn ich da an eine Frau Professor Thea Schönfelder denke, die gemeint hat, bei einer so einfach strukturierten Persönlichkeit, die zudem einfühlbar unter dem Druck einer zweckdenunziösen Darstellung steht, lässt sich ein solcher psychosomatischer Wirkungszusammenhang, man spricht hier also über eine geleugnete Traumatisierung, eben nicht feststellen lässt. Und sie gibt dem niedrigen Intelligenzquotient ihres Probanden die Schuld, dass diese niedrige Intelligenz die Traumatisierung auch per se verhindern soll. Die Frage war konkret eben nach Dr. Wurst in Kremsmünster, ob da jemand berichten kann. Also ich weiß ein bisschen was darüber, soll ich das jetzt vorsichtig ausdrücken. Es gibt Hinweise darauf, dass Wurst unmittelbar als Berater oder als Legitimation von dem vermutmaßlichen Haupttäter verwendet wurde, um seine Untersuchungen über die angeblich normale Entwicklung des Genitales der Buben zu rechtfertigen. Nicht? Jetzt, ich finde, es ist müßig, der hätte das ohne Wurst auch gemacht, sozusagen wurstlos. Aber die Frage ist, wer hat den Wurst bestellt? Das wäre das Interessante. Mhm. Nicht? Und nicht, was hat der gesagt? Ich meine, das ist mittlerweile ein überführter, verstorbener, glaube ich. Verstorbener. Ja. Täter, Mörder auch noch oder irgend sowas. Ja. Wer hat den geholt? Das wäre interessant. Mhm. Möchte das jemand beantworten? Na, wer den geholt hat? Bitte? Sie möchten zum Herrn Huckele was sagen. Okay, Entschuldigung. Martin, achso, da hast du da hinten gerade jemanden, das habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Ich habe das Mikro noch einmal gekriegt. Zur Opferrolle. Ich denke, die Opferrolle ist keine wünschenswerte Rolle, die man möglichst lang spielen will. Aus der Medizin gibt es Wirksamkeitsstudien, die beweisen sollen, was kranken Menschen hilft, mit der Krankheit besser umgehen zu können. Ob das wissenschaftlich dann erhärtet ist oder nicht, Hauptsache es wirkt. Ich denke, es gibt auch in der sexuellen Gewaltszene mittlerweile doch einige Beispiele von Betroffenen, die irgendwann die Erfahrung gemacht haben, jetzt geht es mir besser. Die würde ich gern vorschlagen, dass die einmal zu Wort kommen, da könnte man eine Sammlung wahrscheinlich initiieren und gleichzeitig die, die sich noch nicht von der Opferrolle befreit haben, eine Bühne geben. Dass die losbringen, was ihnen am Herzen liegt. Ich bin heute da, ich habe schon einmal gesagt, in einer Situation, wo gut diskutiert wird. Es gibt in den Foren Menschen, die ihr Leid hinaus schreien, schreibend. Die wissen nicht, wohin mit ihren Emotionen, wohin mit der Aggression. Wenn ich denen erzähle im Forum, es war eine gute Veranstaltung, so wie ich es auch nach der Veranstaltung in Wien gemacht habe, war die Reaktion, wir lehnen das alles ab. Ich verstehe nicht, bei allen Fehlern, die gemacht werden, dass die Klasnik-Kommission von manchen Gruppen total abgelehnt werden. Ich habe es auch nicht verstanden, dass wir keinen Platz im Parlament hatten, dass man sich auf Seiten der Opfer zum Teil gefreut hat, dass wir da rausgeschmissen worden sind, salopp formuliert. Denn genau dort gehören wir eigentlich hin. Und die Politik kommt meines Erachtens fast irgendwie ungeschoren davon. Ich glaube, da gibt es einen Verantwortungsbereich, der ernst genommen werden muss. Dankeschön. Dieser Austausch von Opfern, Herr Huckele, war das was, was in der Odenwaldschule dann auch ein Thema war? In Foren? Also der... Es gab einen Schritt, der für uns total gut war, und das war, wir haben so einen Internetblog eingerichtet im März 2010, wo quasi jeder, der sich zum Thema äußern wollte, das eben konnte und eben dadurch auch die Hemmschwelle relativ niedrig war. Man schreibt erstmal in einen Blog, andere können das lesen, können antworten.
man erkennt sich dann ja wieder irgendwie von früher, kann sich verabreden, kann miteinander telefonieren, kann sich treffen und so weiter. Also der, es war total wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen unter den ehemaligen Schülern. Und dann haben sich auch sehr schnell Gruppen herauskristallisiert, die ganz unterschiedliche Ziele hatten. Also zum Beispiel, wir haben uns ja vorhin in der Pause schon kurz unterhalten, der Herr im roten Anorak da hinten, und haben gesagt, ja, es gibt Menschen, die wollen gerne darüber sprechen, was gibt es für Möglichkeiten einfach von Heilung. Es gibt andere Menschen, die wollen lieber darüber sprechen, wie machen wir den Laden platt. Es gibt andere Menschen, die wollen darüber reden oder wollen ihren Zorn kultivieren, wollen gemeinsam zornig sein. Und ich finde, ich möchte das nicht bewerten. Ich denke, jede individuelle Lösung hat seine Berechtigung. Und bei mir hat sich, also meine individuelle Lösung hat sich ja im Laufe der Jahre total verändert. Und inzwischen mache ich das auch so, dass ich quasi, ich möchte das nicht zu meinem Hauptbeschäftigungsgegenstand machen, Unwaldschule. Also es gibt, besuche manchmal einen alten Freund von mir in Berlin und dann komme ich wieder und sage, Leute, was gibt es Neues von der Odenwaldschule? Und ich sage, keine Ahnung, wir haben nicht drüber geredet, wir haben ein paar Tage was völlig anderes gemacht. Und was sozusagen für mich der Weg der Genesung ist, ist quasi ein Stück sehr zielgerichtet, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das so ein Stück auch so zu professionalisieren im Sinne von der Umgangsform, damit zu sagen, da gibt es eine Schlacht, die könnte ich gewinnen, da steige ich vielleicht ein, da gibt es eine Schlacht, nee, die gewinne ich sicher nicht, das lasse ich, da gibt es irgendeine mediale Aktion, da habe ich Freude dran, da mache ich mit. Also sozusagen zu schauen, was tut mir davon gut? Ja, ich habe auch schon Schlachten geführt, da war es mir dann egal, ob ich die gewinne oder nicht, ob das gut ausgeht oder nicht. Das hat sich verändert im Laufe der Jahre und ich finde quasi, ich finde das alles recht, das sind alles Lösungen. Also auch zu sagen, sich zu treffen und sich gemeinsam dafür zu bedauern, dass es einem aufgrund der Erlebnisse so beschissen geht. Ich finde das in Ordnung. Es ist nur etwas, was mir nicht hilft. Ich mache halt gern was anderes, aber das ist nicht besser oder schlechter. Es ist völlig individuell. Wo steht denn jetzt eigentlich die Odenwaldschule so in ihrer eigenen Aufarbeitung? Na, die Odenwaldschule steht am Abgrund, aber darin ist sie ja sehr geübt. Ja? Also die machen das gut. Am Abgrund stehen, immer so mit einem Fuß drüber. Es sind unheimlich niedrige Schülerzahlen im Moment. Also zu meiner Zeit waren wir 300, jetzt sind es 130. Das ist, glaube ich, fast ein 1:1-Verhältnis von Mitarbeiter-Schüler. Wir alle fragen uns, wie lange wollen die das wirtschaftlich noch durchhalten. Es gibt anscheinend immer noch Eltern, immer noch Jugendämter, die ihre Kinder dahin schicken. Es ist nämlich nicht so, dass dort nur die Gepamperten sind, wie ich das vorhin mal hörte. Also auch meine Eltern waren relativ einfache Leute gewesen. Also immer so ein bisschen Vorsicht auch, Informationsdefiziten hier umzugehen. Ja. Mhm. Und mit der Aufarbeitung, es soll jetzt eine wissenschaftliche Aufarbeitung gemacht werden. Ich glaube, es ist jetzt ein Beirat einbestellt worden. Aber sozusagen, dass diese Aufarbeitung jetzt ein Beitrag sein soll, um auf die Betroffenen zuzugehen, das halte ich nicht mehr für glaubwürdig, weil die haben jetzt 3 Jahre dafür gebraucht, beziehungsweise 15 Jahre dafür gebraucht. Da wird auch nichts Neues bei rauskommen. Ich habe ja heute Mittag schon ein bisschen aufgeführt dazu. Also es wird die jetzt irgendwie geben, die werden da irgendein Paper zum Schluss verabschieden. Und wem das wie nutzt, das muss man einfach abwarten, wenn man es dann gelesen hat. Ich glaube, es wird nicht viel Neues passieren. Wie ist das bei Kremsmünster, Herr Magister Bergmeier? Hat Ihnen diese Öffentlichkeit geschadet? Haben Sie Rückgänge in den Schülerinnen und Schülerzahlen? Sie haben ja eine Koedukation seit ein paar Jahren. Ne? Wir haben also Mädchen seit 1990 und es zeigt sich, dass es keinen Rückgang gegeben hat, sondern dass nächstes Jahr 3 kleinere Klassen eröffnet werden. Also so kann ich nur so feststellen, dass offensichtlich die Eltern das Vertrauen haben. Und ich möchte schon sagen, wenn ich ein bisschen in die Gegenwart und Zukunft schaue, dass es immer eine beständige Aufgabe ist und weiterhin auch für uns eine Aufgabe sein wird, dass wir schauen, was die Kinder brauchen. Ich denke an die Mädchen und Buben in unserer Schule, dass wir den Blick nicht verlieren und dass wir sensibel bleiben. Ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist. Also insofern haben Sie da offensichtlich als System was dazugelernt. Es hat sich, glaube ich, sehr viel verändert. Auch das Internat wird ja bald geschlossen. Die Schule hat sich massiv verändert, auch von den Lehrkräften her und das Verhältnis Schule und Stift, dass das einfach dadurch sich verändert hat, zum Beispiel, dass jetzt auch kein Pater mehr Direktor ist, dass Lehrerinnen da sind, dass Mädchen da sind und eben auch im Sinn der Präventionsmaßnahmen, dass wir verschiedenste Hilfen haben, um hoffentlich wach zu bleiben. Es gibt noch Publikums. Ja, mir geht es jetzt bei der Diskussion seit einiger Zeit schon schlecht. Warum? Die Frau Kastner hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Menschen, die potenzielle Traumatisierungen erlitten haben, die unterschiedlichsten Bewältigungsstrategien benötigen. Der Herr Huckele hat das
unterstrichen. Und das ganze Podium und die Diskussion zeigt, dass wir uns jetzt mehr so ein bisschen in Richtung akademischer Diskussion bewegen, aber nicht ausreichend aus meiner Sicht mit der Frage beschäftigen, was brauchen denn die Betroffenen? Wie geht es denn denen? Was könnte deren Leidenszustand, die Frau Schuster-Lueger ist leider nicht mehr da, ich habe zuerst schon geschaut, verbessern? Sie hat das zuerst in ihrer Wortmeldung genannt und deswegen wäre meine Anregung, dass sowohl die Opferschutzkommissionen wie das Stift sich neben der Aufarbeitung der ganzen jahrelangen Entwicklung auch darum kümmern würden, dass man aus den internationalen Studien, die ja heute zum Teil schon genannt worden sind, schaut, was sind denn Ressourcen, was können denn Menschen, die solche Dinge erlebt haben, brauchen, was ist hilfreich für sie, und daraus sollte man sozusagen einen Ressourcenstrauß komponieren, der natürlich den Einsatz von Menschen, Fachleuten, Geld braucht, zusammen mit einem Schuldanerkenntnis, weil von dem weiß man, dass das die Krankheitsläufe stabilisieren oder sogar verkürzen kann. Jede lange juristische Auseinandersetzung verschärft nur die Problematik dieser Opfer. Also das würde ich anregen, noch unbedingt ins Auge zu fassen, weil damit könnte man den Opfern helfen, damit könnte man einen positiven Modellprozess in Gang setzen, und das wäre aus meiner Sicht die beste Zukunftsvariante. Herr Schmidt, vielleicht möchten Sie noch einmal erwähnen, was in diesem Forderungskatalog, den es ja gibt, drinnen steht. Zu dem Forderungskatalog kann ich nichts sagen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt die gute Möglichkeit, was man aktiv tun könnte. Es gibt auch passive Möglichkeiten. Also die Nullmöglichkeit wäre wenigstens kein Diskurs. Also kein Diskurs wäre auch noch besser als jetzt ein einseitiger Diskurs, also die Diskurshoheit. Also nach wie vor zum Beispiel auf der Webseite des Stifts ist ja nicht nur so, dass keine Entschuldigung oder kein einziger Artikel darüber ist, sondern nach wie vor gibt es Folklore, wo jeder lesen kann, dass jeder Absolvent in nichts verbunden ist mit der Schule. Und das wäre zum Beispiel eine Kleinigkeit, sich einfach von der Folklore zu verabschieden. Wie kommt man dazu, das immer lesen zu müssen? Und es wird über Schulgemeinschaft gesprochen und die gehören alle dazu und alle lieben uns. Und denke mal, wenn man nicht bereit ist, wenigstens Schritt zu gehen, könnte man wenigstens darauf verzichten, weiter, das war, glaube ich, diese infantile Vereinnahmung war, glaube ich, das Stichwort heute, dass wir das weiter zu betreiben. Aber natürlich wäre es noch besser, aktiv was zu tun und Daten zu setzen. Und was der nächste Schritt wäre aktiv, wäre, dass man überhaupt wieder Ansprechpartner wird. Und das ist mein Eindruck. Es hat vor 3 Jahren schon viele Leute gegeben, die gedacht haben, es hat die Radikalen gegeben, was machen wir es platt. Und es hat viele gegeben, die haben erwartet, es kommt was vom Stift, es gibt einen Dialog und irgendwas passiert jetzt mit denen. Ja? Und das ist tot seit 1,5, 2 Jahren. Und es erwartet niemand etwas. Und Einzelgespräche sind eben nicht die Bühne, wo ich sage, im Einzelnen hat sich jemand entschuldigt, aber das darf keiner wissen. Ne? Das löst es auch nicht. Ja? Also man müsste schaffen, Glaubwürdigkeit herzustellen, um wieder in den Dialog zu kommen. Das kann man nur durch konkrete Taten. Und wenn man das nicht will oder nicht schafft, dann sollte man wenigstens diese Vereinnahmung beenden und zum Beispiel auf diese Folklore verzichten mit den Absolventen und der Elite, die Schule liebt und keine Ahnung. Mhm. Das wäre ein konkreter Wunsch, das einfach zu streichen. Mhm. Also bitte. Herr Huckele, zu dem Thema, das Sie vorher erwähnt hatten, was denn die Betroffenen wollen und sich wünschen vom Stift. Dazu muss ich Ihnen erzählen, es gab am 14. Jänner 2012 ein Treffen vom Abt und Prior mit einigen Betroffenen. Wir waren, glaube ich, zu 7 oder zu 8 dort. Im Rahmen dieses Treffens, das 4 Stunden gedauert hat, ging es relativ heiß zur Sache, wurde auch teilweise sehr laut und sehr emotional und heftig. Und am Ende dieses Treffens hatten wir 4 Punkte formuliert. Der erste Punkt war die Entschuldigung des Stiftes mit dem Eingeständnis der Mitwisserschaft, die wir dokumentieren konnten und können. Der zweite Punkt war die externe Aufarbeitung durch eine unabhängige Historikerkommission des Systems Kremsmünster. Der dritte Punkt war die Errichtung des Mahnmals bzw. der Gedenktafel am Stiftsgelände. Und der vierte Punkt war die Errichtung eines eigenen Opferfonds durch das Stift. Denn nicht die Kirche oder die Diözese hat hier Schuld auf sich geladen, sondern das Stift Kremsmünster. Die ersten 3 Punkte, das heißt Entschuldigung mit dem Schuldeingeständnis der Mitwisserschaft, Mahnmal und Aufarbeitung, hatte damals der Abt zugesagt. Lediglich zum 4. Punkt, der Errichtung eines Opferfonds, hatte sich Bedenkzeit erbeten. Was ist danach passiert? Danach dürfte der Abt, wie wir erfahren haben, zu seinen Beratern gegangen sein.
die ihm wohl gesagt haben, bist du wahnsinnig, du kannst dich doch nicht hier die Mitwisserschaft eingestehen, das macht euch ja völlig, bringt euch ganz weit nach hinten. Woraufhin wir ein paar Wochen später einen Brief bekommen haben, wo drin stand, ja, also danke für das nette Gespräch und wir machen jetzt genau gar nichts. Es gingen daraufhin noch einige Briefe zwischen Anwälten und Stift hin und her, wo wir ersucht haben, sie mögen doch zu ihren Zusagen, ist gleichmündige Verträge dazu stehen. Das haben sie nicht gemacht, deswegen haben wir Dezember vergangenen Jahres eine Klage, eine Zivilklage eingebracht, eine Feststellungsklage, in der wir diese Punkte einklagen. Die Entscheidung steht aus, die wird in den nächsten 4 bis 6 Wochen publiziert. Nur bezeichnend auch zu dem ganzen Themenkreis, bevor die vorletzte Verhandlung startete, hat der Richter gefragt, ob wir uns nicht vergleichen wollten. Daraufhin starteten eine einstündige Beratung zwischen dem Abt und dem Anwalt des Stiftes. Und dann kam man auf uns zu mit einem Angebot, das eigentlich völlig absurd war. Aber das Lustige war, wirklich unabdingbare Bedingung dieses Vergleichs war absolutes Stillschweigen und besonders zur Presse. Das heißt, es ist so wie immer. Es wird gemauert, es wird versucht, alles unter Decke zu halten. Es wird beinhart gelogen und ich stehe zu diesem Wort, es wird gelogen. Die Opfer werden nicht als Opfer oder Betroffene gesehen, sondern als Feinde, die dem Stift lästig sind. Und da werden Berater, Anwälte, PR-Berater bezahlt mit sehr viel Geld, um diese Betroffenen, die dem Stift zu lästig sind, zum Schweigen zu bringen. Das werden wir hier und heute sicherlich nicht lösen. Es hat, glaube ich, ich habe es gerade rausgesucht, gestern oder vorgestern, es ist der sogenannte Mitwisserprozess, da hat es einen Termin vor Gericht gegeben und das Urteil ergeht dann schriftlich. Da ist es genau um diesen Punkt gegangen. Ich würde jetzt ganz gern, ganz genau, danke Herr Dr. Eigner. Es ist ein bisschen schwierig, weil hier auf dem Podium so viele unterschiedliche auch Zugänge sitzen, wie stellvertretend für die Komplexität natürlich des gesamten Themas. Dennoch würde ich gerne einen Blick in die Zukunft werfen, weil ich glaube, das ist das Einzige, der uns irgendwie alle vereint. Jeder von uns will, dass man sich von einem bestimmten System löst und schaut, was kann man einerseits daraus lernen, wie kann man das verändern, wie kann man es auch besser machen. Herr Dr. Eigner, vielleicht beginnen Sie einfach. Wir machen die Runde durch. Ja, also ich wünsche mir und uns und vor allem denen, die leiden unter diesen Geschehnissen und dem Abt, auch meinem Schulfreund Abt Karl Ebhardt, wünsche ich, dass er die Kraft findet, ein Forum Cremi Vernensum zu machen, wo er gemeinsam mit denen, die er bisher vielleicht zu sehr als Widersacher gesehen hat, so in dem Sinn, den der Herr Huckele angedeutet hat, überlegt, wie das für beide Teile sinnvoll gelöst werden kann, vor allem für die, die zu Schaden gekommen sind, gelöst werden kann. Damit dann, es wäre übrigens ein Teil der Seelsorge, fällt mir auch noch ein, zu dem wir diese Institution auch irgendwie verpflichtet ist, meines Wissens. Dann wünsche ich ihm, dass er, auch dazu gibt es einen konkreten Vorschlag aus unserer Klasse, also seinen Jahrgängern, dass er ein Zeichen setzt, ein demütiges Zeichen dessen, was passiert ist, in Form eines Denkmals, wofür es, wie gesagt, sogar einen bildenden Künstler in unserer Klasse gäbe, der sowas machen könnte. Oder einen Entwurf zumindest einmal machen könnte, dann wünsche ich mir, dass er eine Betroffenensprechstunde einrichtet, die er monatlich oder so wahrnimmt und auch wenn niemand kommt, ein Zeichen setzt, ich bin zu Gesprächen bereit, kommt auch einzeln. Bitte? Bitte nicht im Stift. Wo immer, das kann man dann diskutieren, eine Betroffenensprechstunde, wo man auch einzeln, wenn man nicht zu diesem Forum Cremi Vernensum will, hingehen kann, eine Einladung aussprechen an einzelne, die einen Bedarf an Gespräch haben. Und dann wünsche ich mir, dass er gemeinsam mit einem Vertreter der geschädigten Gruppe eine Pressekonferenz macht und uns allen das Ergebnis der gemeinsamen Beratungen mitteilt. Das ist sehr konkret und öffentlich somit und hörbar und sehbar. Frau Dr. Kastner. Nachdem ich mich allgemein halte, werde ich mich auch jetzt eher allgemein halten.
Ich würde allen Institutionen, allen kirchlichen Institutionen, die von dem Thema betroffen sind, weniger Angst wünschen. Ich verstehe eigentlich nicht, warum sie es haben. Es ist einer der weltältesten Vereine, der hat tausende von Jahren überdauert. Er braucht nicht zu befürchten, dass er so schnell verschwindet. Er wird nicht so schnell verschwinden. Also man kann sich deutlich mehr trauen. Man kann das Vertrauen in die eigene Beständigkeit haben, dass man auch Fehler wirklich plakativ eingesteht, dass man sich öffentlich hinstellt, dass man nicht die Medien fürchtet von oben bis unten und von vorn bis hinten, dass man einfach mit weniger Angst an die Sache herangeht, denn vieles, was gut wäre, wird oftmals auch durch Angst verhindert. Und insofern wünsche ich allen weniger Angst. Danke. Am Ende dieses Tages möchte ich mich bedanken, dass es das Symposium stattgefunden hat, bei allen Referenten, Referentinnen, die hier gesprochen haben. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Im Blick auf die Vergangenheit erhoffe ich mir von der Studie durch das IPP und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Seiten, dass es hier ein Ergebnis gibt, das für viele hilfreich sein kann und auch darstellt, was die Vergangenheit betrifft. Und im Blick auf die Zukunft, und das ist sicher das Wichtigste, dass wir versuchen, auch wir im Stift, in der Schule, sensibel zu bleiben für das, was für die Kinder und Jugendlichen notwendig ist. Danke. Herr Dr. John. Ja, ich bin da in der Hinsicht tatsächlich ein Außenstehender. Das steht mir nicht an. Was man sich wünschen kann und was also absolut vernünftig klingt, der Kollege zuerst hat ja von 4 Punkten gesprochen, die eben, es klingt auch vernünftig, 3 wurden schon zugesagt, beim 4. wurde noch Bedenk. Okay, diese 4 Punkte, die klingen vernünftig und vielleicht, wie geschildert worden ist, 3 Punkte wurden möglicherweise zugesagt, sage ich jetzt mal. 1 Punkt, der wurde nicht zugesagt, Bedenkzeit. Vielleicht steckt hinter diesem 4. Punkt eben die Angst, die Frau Primaria angesprochen hat. Kann sein. Würde ich mir auch wünschen, dass diese Angst überwunden wird. Und das scheint mir eine tragfähige Geschichte zu sein, auf das einzugehen. Danke. Wenn ich zurückdenke, warum ich immer beneidet wurde wegen meiner katholischen Erziehung, dass wir es gelernt haben, mit Gesten und Symbolen umzugehen, weil das die Kirche an sich sehr gut kann. Und gerade wenn es um eine Diskussion geht, juristische Lösung, ist das eine Geschichte, da habe ich ein gewisses juristisches Verständnis, dass es bei einer Zusage der Mitwisserschaft im Rahmen einer Mediation sehr schwierig ist, weil damit wesentliche juristische Konsequenzen verbunden sind. Es ist aber überhaupt unproblematisch, Zeichen und Gesten zu setzen, die juristisch unbedenklich sind und dem Opfer aber helfen. Ein Mahnmal ist ein Zeichen, das keine juristischen Implikationen mit sich trägt. Und zu solchen kreativen Gesten und Zeichen wünsche ich, dass Krems Münster das findet. Nachdem vor allem, was ich jetzt auch nochmal hier in der Diskussion gehört habe, kann ich verstehen, warum der Abt Ambros nicht gekommen ist, sondern seinen Mitarbeiter als Watschenbaum geschickt hat. Mir ist das jetzt nachvollziehbar. Es sieht von außen betrachtet so aus, als hätten sie noch ein Stück Kampf vor sich mit ihrer Agenda, dass sie eher am Anfang stehen als am Ende. Mit diesem Kampf und es ist immer eine Entscheidung, kämpfe ich den und bleibe so lange quasi verbunden, auch mit der Organisation und mit den Tätern, aber habe eben die vage Möglichkeit, das ganze Ding zum Schluss zu gewinnen, was auch immer das dann konkret heißt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das gut mit Kräften durchstehen, drücke Ihnen die Daumen. Also meine Gedanken werden jetzt öfters in Oberösterreich sein als vorher. Hauen Sie rein. Und wenn Sie irgendwann zu dem Punkt kommen, zu sagen, ich hau in den Sack, ich will die nicht mehr sehen, ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen, ich gehe nach Westaustralien und mache dort eine Bar am Strand auf, dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute. Für mich war es spannend gewesen, heute hier zu sein. Ich habe
ja meine Mitschüler und Mitschülerinnen immer als meine Geschwister bezeichnet, mit denen ich groß geworden bin. Und auch heute Abend ist es so, dass wenn sie vom Herzen her sprechen, dass es bei mir geschwisterliche Gefühle auslöst, das zu hören, wo ich so denke, ja, es gibt offensichtlich auch in ganz anderen Regionen Menschen, die für die gleiche Sache streiten, wie ich gestritten habe. Und es erzeugt in mir Gefühle von Gemeinschaft und Solidarität auf eine positive Art und Weise. Und das mag ich. Also vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ich wünsche mir eine Professionalisierung, also weg von der Unverbindlichkeit zur Verbindlichkeit. Und in diesem Sinne wäre mein größter Wunsch, dass die Voraussetzungen geschaffen werden und der Mut gefunden wird für diese Voraussetzungen, die notwendig sind, dass so ein Projekt wie die IPP-Studie eine Chance hat. Ich glaube, der große Unterschied war, dass es, wenn ich richtig informiert bin, in Ettal schon vorher ein Konsens war über die wesentlichen historischen Dinge und dass wir in dieser Sache noch ein bisschen weit entfernt sind. Und schauen wir, ob wir das schaffen. Und das wäre eigentlich der beste Ausgang, wenn man den Mut findet, das zu einem Erfolg zu machen. Dankeschön. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen am Podium, bei Ihnen im Publikum, bei Martin Kaltenbrunner ganz besonders, bei Harald Wildfellner und bei Hubert Hummer. Und bin froh, dass wir zum Schluss jetzt so doch einige sehr kräftige, positive Zukunftsgedanken, konkrete auch formuliert haben. Und ich bin sehr gespannt, was sich da tut.